Alles hat angefangen mit der Herstellung von einfachen Betonrohren. Heute, 150 Jahre später, produzieren wir über die ganze Gruppe verteilt über 8000 Betonartikel. Als Schweizer Familienunternehmen mit über 1150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringen wir täglich Höchstleistung, um die Baubranche mit qualitativ hochwertigen Schweizer Betonprodukten zu beliefern. Aus anfänglich einfachen Produkten sind ganze Systeme, innovative Produktionsverfahren und viele Optimierungen in allen Bereichen entstanden. Die Schalung gibt den Betonelementen ihre Form. Der Hohlraum wird mit Beton gefüllt. Nach dem Aushärten kann man die Winkelplatten ausschalen. Wir haben vor allem Stahlschalungen, weil die für unsere Serienproduktion besonders geeignet sind. Es gibt aber auch Schalungen aus Kunststoff, Holz oder EPS. EPS ist zum Beispiel Sagex. Beton ist ein 100% natürlicher Baustoff mit mehr als 80% Sand und Kies. Der Rest ist Zement und Wasser. Alles in unserer Region verfügbar. Je nach Produkt gibt es verschiedene Verfahren. Meistens wird heute selbstverdichteter Beton eingesetzt. Der verdichtet sich selber, weil die Luft beim Einfüllen selbstständig rausgeht. Im Gegenteil zum Grünstandsbeton, dort macht man das mit Rütteln oder Fibrieren. Winkelplatten sind L-förmige Elemente, mit denen kann man Böschungen abfangen und so deren Gestaltungen machen. In unserem Werk produzieren wir verschiedene Winkelplattentypen. Produziert werden die in Stahlschalungen pro Tag ca. durchschnittlich 143 Meter von denen. Wie bereits erwähnt, haben wir mit einfachen Produkten wie ein Betonrohr angefangen. Heute sind aber ganze Systemlösungen gefragt. Hier dazu gehören Rohr, Kohlen, Schachtunterteile und vieles mehr. Hier stellen wir Ihnen die Schachtproduktionsmarke vor, wo Massschächte hergestellt werden. Auf dieser Anlage verwenden wir fortschrittliche Technologie und robotergesteuerte Fertigungsmethoden, um hochwertige Schachtunterteile zu produzieren. Durch automatisierte Prozessabläufe sind wir effizient. In der Herstellung und Qualität der Schächte wird gesteigert. Täglich verarbeiten wir hier rund 27 Tonnen Beton. Mit der BFS-Rohranlage können wir Betonteile von 17 bis 1400 Kilo und bis zu 150 Stück pro Tag vollautomatisch herstellen. Anders als beim Backen von einem Kuchen oder bei der Herstellung von Keramik kommt der Beton nicht in den Ofen, sondern härtet durch die Hydrationsreaktion aus. Durch diese chemische Reaktion tut sich der Beton verfestigen. Die Aushärtung fängt beim Mischen an und setzt sich über Stunden und Tage fort. Die Festigkeit des Betons nimmt so zu. Temperatur und Feuchtigkeit in der Umgebung beeinflussen den Aushärteprozess. Warm und feucht beschleunigt, kalt und trocken verlangsamen. Die richtigen Bedingungen beim Aushärten sind wichtig, für optimale Betoneigenschaften überzukommen. Die Abbindwärme vom Beton während dem Aushärten ist gut spürbar. Die Aushärtezeit ist je nach Element unterschiedlich. Unsere Winkelplatten mit selbstverdichtetem Beton sind nach ca. 12 Stunden ausgehärtet und können ausgeschaltet werden. Bei der Schachtproduktion kann das Element schon nach 8 Stunden aus der Schale genommen werden. Das Labor ist zuständig für unsere Qualitätskontrolle bei der Frisch- und Festbeton. Bei der Frischbetonkontrolle wird die Konsistenz, die Flüsseigenschaften und die Verarbeitbarkeit des Betons geprüft. Der Zementfaktor wird mit der Ausdarr-Methode geprüft. Ausdarren heisst so lange erhitzen, bis kein Wasser mehr vorhanden ist. Die Endfestigkeit beim Beton wird mit Pressen bis zum Bruch festgestellt. In Bruck stellen wir über 1700 verschiedene Artikel her. Rund 530 davon sind ab Lager verfügbar. Die restlichen Artikel werden auf Bestellung und auf Kundenwunsch produziert. Zusammen mit anderen Artikeln von anderen Herstellwerken aus der Müller-Steinach-Gruppe sind ca. 1200 Artikel jederzeit und permanent ab dem Lagerbruck verfügbar. All diese Lagerartikel werden auf einer Lagerfläche von ca. 80'000 Quadratmeter eingelagert. Das entspricht rund 11 Fußballfeldern. Am Standort Bruck von der Müller-Steinach-Gruppe werden jedes Jahr rund 90'000 Tonnen Material auf- und abgeladen, verteilt auf 58 Lastwagen aus unserer eigenen Fahrzeugflotte. Zusammen mit den rund 65'000 Tonnen aus Eigenproduktion bewegen unsere 16 Stapler am Standort Bruck
jährlich somit Waren mit einem Gesamtgewicht von ca. 155'000 Tonnen. Das führt auch dazu, dass unsere Fahrzeuge jedes Jahr etwa 3,7 Millionen Kilometer auf Schweizer Strassen zurücklegen. Das entspricht einem Umfang von 93 Erdumrundungen oder knapp 5 Hin- und Rückfahrten zum Mond.